Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuen Folge 7 Days to Die. Ha, verarscht, das ist gar nicht 7 Days to Die. Ja, aber der Krian ist auch mit dabei. Hallo Yogi. Und ja, da wir Probleme mit unserem 7 Days to Die Server haben, haben wir beschlossen, wir nehmen jetzt für diesen Samstag, also heute, mal was anderes auf, aka eine Folge. Oh, da drüben ist wer. Oh, der Killer ist auch irgendwo hier. Eine Folge Dead by Daylight. Ist ganz amüsant, weil Krian hat das relativ viel gespielt. Ja. Ist der Killer. Sprich, was für einer? Die hässliche Glashexe da. Oh, Geist. Okay. Spirit. Alles genau, klar. Spirit. Krian ist Level 2 aktuell. Ich bin Level 16. Also ihr könnt euch vorstellen, ich weiß richtig, was abgeht. Gut, ich wäre eigentlich auch nur Rang wahrscheinlich maximal 12 oder so. Aber weil ich immer mit Freunden spiele, deren Level geringer ist, kriege ich leichtere Killer. Und da kann ich halt ein bisschen Punkte machen. Deswegen, also ich booste den Krian sozusagen gerade genau. Eigentlich. Mehr ist das nicht. Also sie hat auch keinen Buin, aber Thanatophobia. Wer finde ich? Es ist übrigens chinesisches Neujahr. Oh, ist yeah, deswegen ist hier gerade das Moonrise-Event. Sieht man das hier diesen schönen Krachen. Da kann man Punkte sammeln und Skins kaufen. Böller. Also für mich eigentlich nur ein Skin interessant, nur die Huntress. Für dich wahrscheinlich auch, weil du hast ja auch nicht die Feng Min oder den Ace als DLC. Ist die Feng Min DLC? Ja, ist DLC. Auf der Blazy ist die von Anfang an dabei. Warrior Hacker. Aber es gibt hier so tolle Sachen. Oh. Bist du noch gejagt? Ich werde nicht gejagt. Nein, aber der Random bei mir. Achso. Der humpelt gerade auf jeden Fall da rum. Oh, ja, die Killerin habe ich ganz da hinten vorhin kurz gesehen. Die war direkt neben mir gerade. Da sind solche Laternen. Wenn man die mitnimmt, man sieht sie da vorne. Wenn man die mitnimmt und rausbringt, gibt das 25 Punkte für jeden. Und für jeden sogar? Ja, für jeden. Auch jeder gemachte Gen bringt 2 Punkte. Ne, 4 Punkte. Auch für jeden. Und am Ende ist es dann so, dass man 100 Punkte für diese erste Münze braucht, 200 weitere Punkte für die zweite und immer so weiter. Und alle 3 Münzen kann man einen Skin kaufen. Das heißt, man kann maximal 3 Skins kaufen. 3 komplette Outfits, ja. Die gehen auch, soweit ich das gesehen habe, nur als komplettes Outfit. Das heißt, du brauchst 3 dieser Tokens oder 600 Punkte für einen und dann eben die nächsten weiteren. Das heißt, ich werde sehr schnell auf diesen einen Skin machen, ab dann ist es mir eh egal. Sie ist hier bei uns hier hinten. Ja, ich bin an den anderen Gen, wo die Kollegin war. Sie verfolgt mich gerade, toll. Weil ich habe nämlich so einen schönen... Aha! Oh, du bist die Obsession. Hast du einen Obsession-Perk drin? Nicht, dass ich wüsste. Das heißt, sie wird wahrscheinlich Hass haben. Das heißt, wenn alle Gens gemacht sind, kann sie dich morien. Und one-hit. Ja, nice. Sie hasst mich einfach sozusagen. Ja, zu Recht. Ich meine, vielleicht bist du auch eine Avocado. Die gibt's ja auch von Hass. Die Hass-Avocado? Ja, die ist übrigens sehr gut. Das ist teuer. Ich kenne auch keine anderen Avocados, ehrlich gesagt. Ich kenne nur die Hass. Ja, dass du nur den Hass kennst, Krian. Das ist nichts Neues, ich weiß. Der Krian ist einfach der Hass in Person. Oh. Und die Killerin kriegt natürlich Punkte, wenn sie uns an solche schönen speziellen Haken macht. An so einen hier zum Beispiel, da gehen direkt mal die Böller los. Richtig. Das war's auch schon. Es ist jetzt auch das Jahr des Schweins dann, ne? Ja. Sicher? Ich meine, es wäre Ratte. Ich dachte, Schwein wäre gewesen. Das kann auch sein, aber in League of Legends bist du derjenige bei mir? Ich komme gerade zu dir, ja. Okay, weil der Killer... Oh, du bist... Ich werde gerade runtergeholt. Der ja, Killer ist auf der anderen Seite links. Weil in League of Legends alles, was man da aktuell so bekommen kann, hat was mit Schweinen zu tun. Okay, dann wird wahrscheinlich auch das Jahr des Schweines sein. In der Killer-Shack ist übrigens der Keller. In der Killer-Shack ist der Keller, okay. Ja, also dieses kleine Hütchen da. Ja. Quasi, wo du gehangen hast. Ja, was die Killer-Shack ist, habe ich mittlerweile gelernt. Aber ich blute jetzt erstmal hier ein bisschen in den Boden voll. Ich muss eigentlich Leute enthaken. Das hätte ich jetzt gern bei dir gemacht, ehrlich gesagt. Ja, oh, die wird in den Keller gebracht. Ja. Ne, die wird in den Keller gebracht. Gehst du nicht hin, sagst du? Eher nicht. Dafür habe ich nicht die richtigen... Oh, oder? Doch nicht Keller? Nee, nicht Keller. Verdammt, das war jetzt natürlich unpraktisch. Ja. Ich will auch so eine Laterne mal sehen. Ja, das sind so rot leuchten. Davon gibt es aktuell nur 2, weil keine Offerings reingeschmissen worden sind. Ich sehe eine, aber gut, die Killerin ist auch hier. Ey, das war ein bisschen laut. Ich meine, das war natürlich Absicht, um die Killerin
da wegzulocken. Das hast du sogar gut gemacht, weil in dem Moment hättest du mich fast mich geholt. Ja, habe ich mir gedacht. Habe ich mir gedacht, das war alles. Lauf weg. Time. Lauf weg. Lauf weg, Kollege, lauf weg. Run, oder bleib einfach da stehen. Klar, mitten im offenen Feld. Kann man machen. Ja, kann man mal machen, oder? Wo liegt sie? Da liegt sie. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber gut, der Haken von dem ist kaputt gegangen. Der gute Hakenzerstörer. Na. Ja, während ihr da Rückenentspannungsübungen macht, repariere ich meinen Gen. Ja, reparier du auch einmal einen Gen. Das klappt jetzt nicht ganz so gut. Ja gut, mein einer war ja fast fertig. Den hat ja dann der andere fertig gemacht, weil ich wollte ihn... Das war ich. Ah, das war's. Ach, du bist der. Ich bin der. Du bist der große, breite... Kaputtmacher. Nee, nicht der, nicht, also ich bin nicht der mit dem Bart. Ja, du bist nicht Hagrid. Nee, das auch nicht. Sondern halt der Osteuropäer. Okay, da drüben wird geheilt. Wir müssen mal gucken, ob sie vielleicht No-Ad haben wird. No-Ad war das? One-Hit, sobald der letzte Gen gemacht ist. Dann wird ein nicht brennendes Totem zu einem brennenden. Ah, das ist aber schön. Ja, das heißt, da muss man dann eventuell Ausschau halten. Mike hängt da. Also ich habe noch kein Totem diese Runde kaputt gemacht. Ich auch nicht. Weil ich bisher nur an Gens war und einmal gerettet habe. So, die hängt von mir relativ weit weg. Da ist ein Random, ist da direkt daneben. Okay. Und sie geht, glaube ich, aber auch zu dem, ja. Also sie geht zum Random. Jetzt wird er wahrscheinlich abfarmen, oder? Farmst du ab, Random? Nee. Ein bisschen abfarmen. Ich krieg mein Gen durch. Boah, wenn sie eine Sekunde früher gekommen wäre, hätte sie mich gekriegt. Sie hat auch schlampiger Schlachter, das heißt, heilen ist schwieriger. Aber sie rennt... Ja, das mit dem Heilen habe ich schon... lauf links rum, bitte. Weil rechts bin ich an einem Gen. Sie rennt dir auf jeden Fall nach. Ja, sie wird mich wahrscheinlich auch kriegen, weil ich habe keinen Dead Heart und keinen Self-Care. Ich sollte nicht immer hochgucken, während hier Fähigkeitschecks kommen. Oh, bist du an dem Gen? Oh. Ja. Und der ist gleich fertig. Du hast gesagt links rum. Da bin ich links abgebogen. Achso, nee. Ich bin hier hinten gewesen. Okay, Gen ist fertig. Jetzt werden wir gleich sehen. Pass an, ich bin jetzt gefährdet. Du bist jetzt gefährdet. Du bist jetzt ein One-Hit. Ja, nice. Okay, der eine Random macht das Tor auf. Ich mache auch ein Tor auf. Wollen wir die Laterne noch mitnehmen, Kriegen? Kannst du gerne versuchen, ja. Ich mache erstmal das Tor auf. Ich werde hier ziemlich gehasst. Bin ich ein bisschen rassistisch, nur weil ich schwarz bin, werde ich hier gehasst. Ja, sie geht auch weiterhin mir hinterher. Gut, mein Tor ist offen. Ich mache dir einen Staubsauger an. Oh, verdammt, da kann ich nicht hoch. Falscher Weg, ich Idiot. Die Laterne gönnen wir uns doch. Ja, jetzt hat sie mich. Ja, ne? Ich werde im Notfall übrigens einfach abhauen. Ja, vollkommen in Ordnung. Ich bin jetzt auch theoretisch in der Lage abzuhauen. Also mein Tor ist offen. Ich verziehe mich, weil ich bin sonst nämlich ein Hit und... Okay. Sorry. Im Notfall geh raus. Oh. Das war nochmal knapp. Ich habe so lustige Funken jetzt auf mir, weil ich eine Laterne habe. Ja, das bringt Punkte. Ja, dann gehen wir doch mal. Ja, genau. Das ist nämlich, dadurch wirst du besser gesehen. Ja gut, macht ja irgendwie Sinn. Überlebt. Kommt der Finger des Überlebens. Und das war eine relativ... Fortschritt. 45 Punkte. Nice. Relativ gut. Ich habe sogar nur doch nur 20 geholt. Krieg ich die doch nicht bei dir? Interessant, weil gestern, als wir das gespielt haben im Stream und danach, gab es die Punkte für alle, wenn einer die Dinge mitgebracht hat. Vielleicht haben sie es noch ein bisschen angepasst. Nur weil, also hier steht 4 Punkte, wenn ein Generator repariert wird und 25 für die Flucht aus der Runde mit einem Mondgefäß. Ach verdammt, wenn ich ein bisschen länger gejagt worden wäre, hätte ich so getutippt. Was? Ja, krasser Shit, ne? Hätte ich nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Mal gucken, ob es ab nächster Woche wieder Dead by Daylight gibt, 7 Days gibt. Ja, oder eigentlich nicht. Wir wissen doch, was wir machen wollen, oder? Achso, ja, gut. Ich hätte jetzt nochmal geguckt, ob der Server online ist mittlerweile. Achso, ja gut. Wir gucken, aber wir haben eine Idee, was ansonsten als Ersatz kommt. Und wir werden uns drauf freuen. Haut rein. Bye, bye. Tschö.